Mein Name ist Franz-Albert Heimer, ich bin Geschäftsführer beim Treffpunkt Freiburg. Wir bieten Ehrenamtlichen alle Formen von Unterstützung. Eine davon ist, diese Konferenz mitzuorganisieren, um Erfahrungsaustausch hinzukriegen. Und ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute da sind, ihre Ideen einbringen, miteinander gucken, wo könnte man gemeinsam was weiterentwickeln. Und ich würde mich freuen, mit euch zu diskutieren, wie kann die Idee des Haus des Engagements, die bei unserem Strategie-Workshop Dragon Dreaming lebhaft debattiert wurde, wie kann man die weiterentwickeln. Und außerdem ist mir ein Anliegen, das Thema zu diskutieren, wie kann eine gute Bürgerbeteiligung in Freiburg aussehen. Okay. Was glaubst du, wie viele Leute kommen denn? Wir sind gewohnt, dass zwischen 50 und 100 Leute kommen. Irgendwo dazwischen wird es. Ja, ich bin Gitta Walchner und ich habe mich bereit erklärt, für die Küche ein bisschen was zu besorgen. Wir werden Suppe kochen und ich freue mich wieder auf den Austausch mit den anderen Gruppen und das, was entsteht. Gibt es so ein Mitmachbuffet oder so, ne? Ja, es gibt ein Mitmachbuffet, möglichst viele Leute auch was mitbringen. Ich bringe nur was Basic-mäßiges, also Suppe kochen. Suppe und Brot, jawohl. Ich bin Thomas Uhlendahl und ich habe die Freude, die Veranstaltung, das nächste Netzwerktreffen Freiburg im Wandel, zu moderieren. Und ich freue mich ziemlich auf eine sicher abwechslungsreiche, methodisch vielfältige Veranstaltung mit unterschiedlichen Formen, sehr kreativen, interessierten Leuten und denke, das wird sehr spannend, das zusammenzubringen mit den vielen Ideen, sich hier einzubringen für ein Freiburg im Wandel. Ich bin Nils Adolf und ich freue mich, euch am 22.03. zusammen mit dem Thomas Uhlendahl da drinnen moderieren zu dürfen.